Test, Test, Test. Ich glaube, man hört mich. Ja, okay. Also, hi Leute. Hi Luis. Heute chill ich mit euch im Bett, weil ich bin nämlich krank. Und ja. Oh Gott. Ja, heute reagiere ich auf ein Rebecca-Video einfach mal so ganz schnell. Ich habe gerade kurz meine Facecam verrutscht. Genau. Und ja, dann reagieren wir mal mit euch. Und nicht wundern. Ich habe das schon ein bisschen angeguckt. Ab meiner, ich habe vergessen aufzunehmen und deswegen, ja! Ja. Aber okay, scheiß drauf. Gänsehaut! Das ist das gruseligste Video, was ich jemals gesehen habe. Was? Bei Bella Porch? Etwas ist hinter ihr? Wo? Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Wenn man ganz genau hinschaut, sieht man etwas hinten in dem Gitter da. Also, warte. Also, würde irgendwie was dagegen klopfen oder irgendwas, es blinkte irgendwas auf jeden Fall. Was ist, wenn das vielleicht auch eine Kamera ist? Du weißt es ja nicht, ne? Es könnte ja auch vielleicht eine Kamera sein, die auf irgendwie Bewegungen reagiert, würde ja passen, weil sie ja da ja auch tanzte und so. Aber es macht es nicht besser, Mann. Du wirst vielleicht ausspioniert, beobachtet, Mann. Wusstest ihr eigentlich, dass Bella Porch so richtig viele Likes und so bekommt, so richtig viele Follower und sie macht bloß nur so ein bisschen Und sie hat auch Tanzstunden von Addison bekommen und Charlie. Ich muss sagen, Charlie tut mir irgendwie leid, weil die hat so ganz, die steckt in jedes ihrer Videos sehr viel Mühe. Naja, Bella Porch auch, aber hallo, die macht, sie wurde bloß berühmt durch sowas. Und irgendwie, keine Ahnung, oder doch so, und I don't really know. Ja, also, das ist irgendwie scheiße. Das ist kein Scherz, ich habe Gänsehaut. Ich bin verwirrt. Erkennt jemand einen Raum? Oh mein Gott, da ist wirklich... Oh mein Gott, das sieht aus wie ein Klassenzimmer. Und eine Schattenfigur, wirklich im Spiegel. Ich finde diesen Brush-Filter bei TikTok so gruselig. Juhu, was ist das? Ich finde allein das Zimmer sieht irgendwie creepy. Oh mein Gott. Dämon, weiche von mir. Wo war der Kopf und was waren das für Zwillinge? Ich würde gar nicht mehr in dem Haus leben wollen. Ich wache von diesen... Geräusch mitten in der Nacht auf. Und dann sieht er anscheinend das. Eine verdammte Ariel-Puppe, Meerjungfrau-Puppe, bewegt sich einfach so in der Badewanne mitten in der Nacht. Keiner draufgedrückt oder sonst irgendwas. Die anderen haben sich nicht bewegt. Oh mein Gott, ist das gruselig. Ich plötzlich gehe irgendwelche Puppen an. Oh, was ist das? Soll ich ihnen irgendwie helfen? Haben sie eine Verrenkung im Rücken oder so? Ich weiß ja nicht. Man weiß ja nie. Ich will nicht hier. Oh ja. Wenn ich diesem Ding begegnen würde, ja, also wenn du zum Beispiel so einem Ding begegnest, dann renn um dein Leben, Alter. Tot. Oh nein! Nein, 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 nein! Wo ist sie ausgebrochen? Ich hab Angst. Oh mein Gott, diese Finger! Vom auf allen Vieren schon wieder! Ist das ein kleines Geistmädchen? Wusstet ihr, wirklich, wusstet ihr, dass Geister auf allen Vieren am gruseligsten aussehen? Ich wusste schon. Das sieht wirklich richtig creepy aus. Und wenn die auch immer so solche ganzen Verrenkungen machen oder so. Keine Ahnung, wie ich das jetzt darstellen soll. Aber die machen immer solche Verrenkungen noch und so. Das macht das Ganze noch gruseliger. Und das Ganze auf allen Vieren. Und auch die Haare so davor. Ich habe halt einen Pony. Bei mir geht das halt. Aber naja. Egal. Wir gucken einfach weiter. Was ist das denn in dem Haus? Okay, hier Leute, steht. Also es ist 3 Uhr nachts und das ist passiert. Sie war am Schlafwandeln, anscheinend ihre Freundin. Und sie stoppte einfach mal und stand einfach daneben und schaute sie anscheinend die ganze Zeit an. Lexi? Lexi? Hey. Stop. Was würdet ihr da machen, Leute? Schreibt es mir jetzt in die Kommentare. Was würdet ihr in so einer Situation machen? Naja, ich würde erstmal meine Freundin aus dem Fenster werfen. Ja, und dann würde ich erstmal alles abschließen und weiter pennen. Ja, meine alte Freundin kann dann draußen pennen, Alter. Sie hat so Angst.